Hallo und herzlich willkommen zu unseren CSP2 Inspiration Weeks. Heute mit der WhiteDuck, die uns was zu SaaS Governance erzählen werden. Also der Markus Sümpchen und der Elias von WhiteDuck. Ich bin heute übrigens auch im WhiteDuck-Dress hier unterwegs. Nee, auf der Seite. Ja, habe ich euch ja gar nicht gezeigt. So, ganz Ah, toll. sehr gut, sehr Ja, gut, ja. genau. Und dann, ja, ich werde gleich übergeben und zunächst wieder ein paar Worte zur Organisation. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Sie können Fragen über die Q&A-Chat-Funktion stellen und die werden wir dann am Ende der Session beantworten, respektive der Markus und der Elias werden das tun. Aber ihr könnt natürlich auch gerne auf die beiden direkt zugehen danach. Genau, das Ganze wird auch wieder aufgezeichnet und kann über wiederholtes Klicken auf den Teilnehmerlink wieder abgerufen werden. So, und ich glaube jetzt, der Markus fängt an und dann übergebe ich gerne und überlasse euch die Bühne. Super, vielen Dank, Dirk. Vielen Dank, dass wir bei den Telekom Inspiration Weeks wieder dabei sein dürfen. Als Wiederholungstäter quasi macht uns immer sehr viel Spaß. Wir werden jetzt unmittelbar hineinstarten. Unser Thema heute: SaaS Readiness für ISVs. Das heißt, ISV steht für Independent Software Vendors, muss aber jetzt nicht nur der ISV sein, sondern kann jegliches Unternehmen mit einer eigenen Softwareentwicklung sein. Heutzutage ist der Übergang ja fließend. Das heißt, viele Industrieunternehmen haben auch eigene Entwicklungsteams, die irgendwelche Steuerungssysteme für ihre Maschinen und natürlich auch Maintenance-Lösungen dafür bauen und auch ihren Endkunden bereitstellen. Das heißt, wir wollen uns heute mal nicht so sehr auf die Technik konzentrieren, sondern eher in Richtung, wie definiert man SaaS-Geschäftsmodelle, was sind die Unterschiede zu klassischen Geschäftsmodellen, wie kommt man überhaupt zu einem Lizenzmodell? Das werden wir uns etwas näher anschauen. Kurze Einführung, wer wir sind. Mein Name ist Markus Sümmchen, Gründer und Geschäftsführer der WhiteDuck. Mit mir heute dabei ist der Elias Michalarias, mein Geschäftspartner, also Mitgründer der WhiteDuck. Und Elias wird dann ein bisschen mehr in die Details reingehen. Ich mache die technische Eröffnung sozusagen. So, ganz kurz zur WhiteDuck. Eine Folie, um hier nicht zu viel Zeit zu verwenden. Was macht die WhiteDuck? Wir sind Dienstleister für Software Engineering und Cloud Engineering. Wir fokussieren uns auf cloud-native Softwareentwicklung, auf Anwendungsmodernisierung und auf DevOps. Das heißt, auf alles, was außenrum notwendig ist, um moderne Cloud-Anwendungen zu entwickeln, um eine ordentliche Developer-Experience und Developer-Plattformen bereitzustellen. So, schauen wir uns mal den Inhalt der heutigen Session an. Was haben wir mit euch vor? Erstmal eine kleine Begriffsklärung am Anfang. Das heißt, was ist Software as a Service? Ich glaube, es haben schon viele gehört. Bloß um das Ganze nochmal einzusortieren, einzuordnen. Dann schauen wir uns an, wie so eine technische Transformation Richtung SaaS erfolgen kann. Das halten wir auch relativ kurz, denn es geht ja heute primär um den Business-Aspekt. Den übernimmt dann der Elias. Dort schauen wir uns mal an, wie sich SaaS-Geschäftsmodelle von klassischen Geschäftsmodellen in der Softwarebranche unterscheiden. Und zu guter Letzt natürlich auf das, was wir hinaus wollen. Welche Systeme können denn bei der Transformation hin zu SaaS-Geschäftsmodellen unterstützen? Okay, so viel zur Mini-Orga vorab. Schauen wir mal direkt rein. Also das heißt, was ist überhaupt Software as a Service? Ich habe es mal probiert, ein bisschen darzustellen anhand von drei Zitaten. Ich lese es jetzt mal vor und erkläre es dann noch mal kurz. Das SaaS-Modell basiert auf dem Grundsatz, dass die Software und die IT-Infrastruktur bei einem externen IT-Dienstleister betrieben und vom Kunden als Dienstleister genutzt werden. Also das Ziel von SaaS ist im Endeffekt, ich konsumiere Software wie aus der Steckdose. Ich melde mich irgendwo an, buche mir meine Software, bekomme eine monatliche oder eine jährliche Rechnung und konsumiere diese einfach nur. Ich kann von unserer Seite sprechen. Die WhiteDuck ist 2012 gegründet. Wir haben gleich in der Richtung gestartet. Das heißt, wir nutzen von Microsoft Office 365 bzw. jetzt Microsoft 365. Wir haben unsere Buchhaltungssysteme in der Cloud. Wir haben unsere IT-Sicherheitssysteme in der Cloud. Wir machen unser gesamtes Projektmanagement über Cloud-SaaS-Anwendungen. Das heißt, wir leben das zu 100% und haben somit eigentlich keine IT, die sich um den Betrieb von Software kümmern muss. Das heißt, dadurch kommt man in die Lage, dass man nur für den Betrieb, also für die Nutzung und den Betrieb Nutzungsentgelt zahlt und alles andere übernimmt der Serviceanbieter. Und das ermöglicht
ein Unternehmen natürlich wie uns oder auch vielen, vielen anderen, dass man sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann und nicht so viel rund um IT tun muss, also um IT-Betrieb tun muss. Das heißt natürlich, die Systeme müssen auch administriert werden. Nichtsdestotrotz, ich muss mich nicht mehr um einen Serverraum, um eine USV, um Stromversorgung, um Klimatisierung etc. kümmern. So, wie schaut es vom Softwarebereitstellungsmodell aus? Also hier auch eine ganz klassische Grafik. Ich zeige sie aber immer wieder gern, weil es ist eigentlich super erklärt. Wir kommen irgendwo alle vor vielen, vielen Jahren aus einer On-Premise-Welt. Das heißt, wir haben die Software und die Hardware, die man dafür benötigt hat, für deren Betrieb selber gehostet, selber bereitgestellt. Das ging los von Netzwerk über Storage, Server, die man dort bereitgestellt haben. Darauf wiederum liefen Virtualisierungen. Man hat Betriebssysteme bereitgestellt und aktualisiert und hat dann für seine Applikationen eine entsprechende Middleware mit Datenbank, eine Runtime gehabt und obendrauf natürlich die Business-Applikationen, die man betrieben hat. Der erste Step von der veränderten Bereitstellung war dann eigentlich die Rechenzentrumsgeneration, wo man Infrastructure as Service konsumiert konnte. Das heißt, die gesamte Hardware-Thematik bis zur Virtualisierung hat uns der RZ-Anbieter abgenommen. Oder auch natürlich Cloud-Anbieter. Also gerade eine Amazon AWS ist ja mit Infrastructure as Service gestartet damals 2006. Oben drüber hat man sich dann wieder selber gekümmert, das heißt ums Betriebssystem, um die Applikationen, um deren Aktualisierungen etc. Der nächste Schritt ist dann das, was uns auch die großen Hyperscaler-Cloud-Plattformen anbieten, wie eine Microsoft, eine Google oder eine Amazon, ist Plattform as a Service. Das heißt, hier kümmere ich mich bloß noch um die Entwicklung und Bereitstellung meiner Applikationen und meiner Daten. Das wird mir ermöglicht über Plattformdienste, das heißt das gesamte Thema Betriebssystem, Middleware, Runtimes, die dafür notwendig sind, das wird mir alles abgenommen vom Plattformanbieter. Das heißt, ich konsumiere nur noch diese technischen Services, um meine fachlichen Lösungen zu implementieren. Und die Königsklasse ganz hinten raus ist Software as a Service. Dort biete ich als Softwarehersteller oder auch als Unternehmen, das einen Softwaredienst seinen Kunden anbieten möchte, von A bis Z alles. Das heißt, die gesamte Hardware, Software ist alles komplett weggekapselt. Ich nutze die Applikationen nur noch über einen Webbrowser oder auch über einen Fat-Client, der mit einem Cloud-Backend kommuniziert und konsumiere, wie gesagt, die Software und kümmere mich um gar nichts mehr. Das heißt, der gesamte Betrieb, die gesamte Wartung ist alles ausgelagert zum Dienstanbieter. So, wenn wir uns das SaaS-Adaptionslevel mal etwas genauer anschauen, wenn ich mich jetzt in die Schuhe stelle von einem Softwarehersteller, wie weit möchte man das treiben, ist im Endeffekt eine individuelle Geschichte. Ganz wichtig ist, es gibt hier unterschiedliche Reifegrade von SaaS, die sieht man hier auf der rechten Seite, komme ich gleich dazu. Man muss aber auf Basis seiner Geschäftsanforderungen für sich die beste Vorgehensweise oder das beste Modell entwickeln und für sich selber identifizieren. Das geht los bei einem Hybridmodell, wo ich vielleicht irgendwelche On-Premise-Software-Komponenten habe, die noch beim Kunden installiert werden, aber die schon mit einem Cloud-Backend kommunizieren, vielleicht für die Authentifizierung, vielleicht für die Datenablage oder vielleicht auch für den Lizenzierungsprozess. Das geht dann weiter in Richtung Singend-Tenant-Anwendungen, wo ich einem Kunden eine Instanz explizit und isoliert bereitstelle, vielleicht in seine eigene Azure Subscription oder Cloud-Umgebung hinein deploye. Das heißt, ich fahre dort wirklich einen hochisolierten Ansatz und stelle pro Kunde eine Instanz zur Verfügung. Also meiner Softwarelösung. Punkt 3 ist dann eingeschränkte Multitenants-Fähigkeit. Das heißt, hier fahre ich schon mehr mandantenfähig. Das heißt, habe ein System, auf dem ich mehrere Kunden betreibe. Das heißt, einem Kunden wird dann ein sogenannter Mandant bereitgestellt. Das Ganze ist aber in der Skalierbarkeit und in der Konfigurierbarkeit noch etwas eingeschränkter. Kommt dann auch darauf an, wie weit man hier an der Stelle gehen muss, wie hoch der Automatisierungsgrad zum Beispiel ist. Also kann ein Kunde einen neuen Mandanten über das Internet automatisiert boarden. Also das heißt, dass der eben automatisiert bereitgestellt wird, wenn er die Software bucht, oder passieren dann noch viele
manuelle Schritte dazwischen. Und Punkt 4 ist dann eben die vollumfängliche Mehrmandantenfähigkeit, die dann auch unlimitiert skaliert. Das ist natürlich die Königsklasse. Die Frage ist immer, brauche ich das? Habe ich ein Business, was ich international über den gesamten Planeten skalieren muss? Oder kann ich hier etwas eingeschränkter vorgehen? Also sprich, Punkt 3 und 4 ist ein gleitender Übergang und hängt vom Geschäftsmodell ab. So, wie kann man das Ganze jetzt technisch angehen, die Geschichte? Das heißt, wie erfolgt die technische Transformation zum SaaS-Anbieter? Hier gibt es im Wesentlichen vier oder drei Treiber, die wir da sehen und die wir als sehr wichtig erachten. Das ist zum einen erstmal cloud-native Softwareentwicklung. Zum zweiten sind es natürlich die Entwickler und Cloud-Plattformen. Also zum einen müssen die Entwickler ja in die Lage versetzt werden, modern kollaborativ entwickeln zu können. Und zum anderen brauche ich auch die entsprechende Cloud-Plattform, die mir die Plattformdienste dafür bereitstellt, um cloud-native Entwicklung durchführen zu können. Und zu guter Letzt brauche ich eine ordentliche Entwicklungsstrategie, also muss mir überlegen, was ist mein Business Case und welche Aufwände möchte ich gehen, meine bestehende Software vielleicht zu transformieren oder meine Neuentwicklung durchzuführen. So, aber was ist cloud-native überhaupt? Hier auch nochmal eine Definition, vielleicht auch später nochmal zum Nachlesen. Cloud-native Technologien ermöglichen es Organisationen, skalierbare Anwendungen in modernen, flexiblen Umgebungen wie Public Clouds zu erstellen und auszuführen. Das ist erstmal ganz wichtig. Skalierbar ist ein ganz großes Thema und ich möchte natürlich jegliche aktuelle Cloud-Umgebung nutzen können und meine Software da bereitstellen können und vielleicht auch in deren Marktplätze hineinbringen können. Technologisch brauche ich Container unten drunter oder basiert das auf Containern, Microservices, unveränderliche Infrastrukturen, deklarative APIs sind hier zum Beispiel sind Beispiele für diesen Ansatz. Ja? Wenn wir das noch ein bisschen runterbrechen, also Cloud Native im Detail, wir haben es für uns mal aufgebrochen in vier Hauptbestandteile. Das ist zum einen das Thema Continuous Integration und Continuous Delivery. Das heißt, ich möchte meine Software automatisiert bereitstellen, inklusive Infrastruktur. Das heißt, abstrakt betrachtet ist Infrastruktur und die Software an sich ein Paket, was ich auf Knopfdruck überall auf der Welt hin deployen kann. Also das ist das Ziel, absolut reproduzierbar, nachvollziehbar und release-sicher. Das andere, ein wichtiger Bestandteil, um diese Automatisierung auch zu erreichen, auch später im Betriebsprozess, ist DevOps, also Development and Operations, als eine durchgängige Produktionsprozesskette, so kann man sagen. Das heißt, dass ich hier meinen Menschen Methoden und Systeme an die Hand gebe, damit sie optimal diesen Entwicklungsprozess bis hin zum Betrieb begleiten können als durchgängigen Prozess und das natürlich auch in einer kollaborativen Form. Als weiteren Punkt sehen wir die Container, die ja nicht mehr wegzudenken sind aus der modernen Softwareentwicklung. Das heißt, ich abstrahiere meine Infrastruktur, isoliere diese und kann ein Stück Applikation, einen Teilservice einer Applikation inklusive seiner Abhängigkeit einfach deployen auf eine Containerplattform und dort läuft er dann isoliert und ausfallsicher oder nach Möglichkeit ausfallsicher. Zu guter Letzt die Microservices, da kommen wir ins Software-Architektur-Thema hinein, ist ein Ansatz, wo man Funktionalitäten kleinhackt in einzelne Services, die ihre eigene Datenhaltung optimalerweise mitbringen und auch absolut getrennt von den anderen Services bereitgestellt und deployed und gewartet werden können. Wenn ich somit eine Fehlerkorrektur zum Beispiel durchführen muss an einem Microservice-System, picke ich mir den einen Service heraus, wo das Problem ist, fixe den und deploye danach nur diesen einen Service neu und beeinträchtige nicht den Rest des Systems. Das ist ganz wichtig. Das heißt, man reduziert im Endeffekt Abhängigkeiten und reduziert die Komplexität bei der Softwareentwicklung. Gut, das als Übersicht zu der ganzen Geschichte. Warum das Ganze, kommt natürlich Elias später im Kontext zu Software as a Service noch dazu. Ich fasse es nochmal zusammen. Im Endeffekt geht es massiv um Skalierbarkeit. Also das heißt, ich möchte flexibel auf meine Kundenanforderungen reagieren. Das heißt, Kunde hat mehr Daten, das System muss mitwachsen, Kunde hat mehr Benutzer, das System muss mitwachsen und ich als Hersteller bekomme mehr Kunden und möchte natürlich auch ein atmendes System haben, was diese Anforderungen dann mitgeht.
Das Ganze soll ausfallsicher sein. Klar, wenn ich Software aus der Steckdose in Anführungszeichen konsumiere, erwarte ich als Kunde, dass das Ding stabil läuft, dass das eine entsprechende Verfügbarkeit hat. Weiterer wichtiger Punkt ist, durch Cloud-Native-Entwicklung delivert man im Endeffekt bessere Anwendungen weniger Zeit. Also man ist schneller bei der Bereitstellung von Software, weil man eben kleine funktionale Releases fahren kann. Wir haben vorher das Thema Microservices angesprochen. Das heißt, ich kann Software wesentlich einfacher durch diese Automatisierungsmechanismen ausrollen, als es früher der Fall war. Und somit komme ich zu besseren Applikationen, die ich vermarkten kann. Das wiederum steigert die Kundenzufriedenheit, aber auch die Zufriedenheit der Softwareentwickler, weil sie eben mit modernen Technologien arbeiten können. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, denn motivierte Softwareentwickler bringen natürlich das Unternehmen an sich voran. Und man erreicht natürlich auch eine höhere Mitarbeiterbindung, indem man seine Entwicklungsteams mit modernen Techniken arbeiten lässt. So, wie können uns jetzt Cloud-Plattformen dabei unterstützen? Jetzt mal hier eine große Tapete. Das heißt, das sind einige Services der Azure-Plattform. Inzwischen sind es wesentlich mehr. Es ist bloß immer ganz nett, um zu zeigen, was so eine Cloud-Plattform alles bietet. Das heißt, wir haben in der Mitte die zuvor schon erwähnten Plattformdienste, also Plattform as a Service mit vielen Compute-Services wie Functions oder Kubernetes-Services, also sprich Dienste, die es mir ermöglichen, überhaupt erstmal Software zu hosten, zu betreiben. Ich habe im Entwicklungsbereich, also im DevOps-Bereich, verschiedene Mechanismen. Azure DevOps auf der linken Seite sei zum Beispiel genannt als Entwicklungsplattform. Ich habe die unterschiedlichsten Data Services, also Datenbankdienste, Datenbanktechnologien, NoSQL-Technologien, klassische relationale Datenbanken, also alles, was ich brauche, um verschiedene Anforderungen umsetzen zu können. Ich habe IoT-Services, KI-Services, Analytics-Services, also sehr, sehr viele Dienste oder Dienste, mit denen ich mir meine Applikationen und auch das Ökosystem rund um meine Applikationen zusammenbauen kann. Links sehen wir einen Managementbereich. Ich muss natürlich sowas auch monitoren können. Ich will ein ordentliches Kostenmanagement drüber fahren können. Ich will Security-Aspekte natürlich abbilden. Ich habe mein Backup und Recovery, also alles, was man braucht, um einen Betrieb zu gewährleisten. Auf der rechten Seite sehr, sehr viele Security-Mechanismen. Hier ist die Azure Cloud sehr, sehr stark. Das geht von dem Key Vault zum Beispiel, wo ich Secrets geschützt ablegen kann, über ein Azure AD für meine gesamte Anwendungsauthentifizierung, bis hin natürlich zu einem Security Center, wo ich in allem Umfang meine Applikationslandschaft kontrollen und managen kann aus Security-Richtlinien heraus. Unten drunter Infrastructure as a Service, hatten wir vorher auch schon gehört, das sind die klassischen virtuellen Maschinen zum Beispiel oder auch virtuelle Hardware oder virtuelle Festplatten, virtuelle Netzwerkinfrastruktur wie Firewalls oder Gateways und ganz unten drunter natürlich die Azure-Rechenzentren. Wenn wir uns das jetzt nochmal ein bisschen detaillierter anschauen, im Kontext zu Cloud Native haben wir vorher schon ein paar Dinge gehört, wir haben Container gehört, es muss aber jetzt nicht nur Container sein, wo eine Applikation drin läuft, das können auch Serverless-Anwendungen sein, wo ich nur noch Code eigentlich in eine Azure-Function hinein deploye zum Beispiel und der ausgeführt wird und ich bekomme auch von einer virtuellen Hardware nichts mehr mit. Ich habe Datendienste, ich habe APIs und im Kontext zu Azure sieht das dann folgendermaßen aus. Für die Container stellt mir Azure aktuell die Azure Kubernetes Services bereit, also eine Container-Plattform, wo ich meine Container orchestrieren und bereitstellen kann. Das ein bisschen weiter gesponnen sind jetzt die neuen Azure Container Apps, die es nun auch gibt. Also hier hatten wir einen komplett gemanagten Ansatz, wo ich meine Container nur noch deploye und das gesamte Management mir Azure abnimmt, also sprich die Plattform abnimmt. Ich habe APIs, dort habe ich ein entsprechendes API-Management. Also in der Cloud-Native-Welt sind Schnittstellen, was enorm wichtig ist. Diese Schnittstellen muss ich managen und auch schützen. Das macht mir eben Azure API-Management. Ich habe den Serverless-Ansatz, wie schon gehört, mit Azure Functions und ich habe diverse Datenbankdienste wie eine Cosmos DB, die wahnsinnig stark skaliert als sogenannte NoSQL-Datenbank und die klassischen relationalen Datenbanken wie SQL Database, also aus der SQL-Server-Familie, plus weitergesponnen als Cloud-Dienst oder eben auch PostgreSQL.
In der Mitte, ganz wichtig, wir hatten es schon gehört, die Developer-Plattform mit GitHub oder auch Azure DevOps und Visual Studio und Visual Studio Code. Also hier bietet Microsoft natürlich eine enorm starke Produkte an, um durchgängig für die Cloud entwickeln zu können. So. Zu guter Letzt noch, um das Ganze abzurunden, brauche ich natürlich für mich als Softwarehersteller, egal ob ich ein Industrieunternehmen bin oder ein ISV, der ein Softwareprodukt an den Markt bringt oder auch schon eins hat, was er modernisieren möchte. Ich brauche die passende Strategie zu meinem Geschäftsmodell. Und hier sehen wir am Markt unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Stufen. Zum einen habe ich das Thema Ablöse eines Bestandsprodukts durch eine Neuentwicklung. Das ist natürlich immer der maximale Aufwand, der über viele Jahre läuft, ist das klassische Greenfield-Entwicklungsthema. Das heißt, ich habe ein Bestandsprodukt mit einem hohen Reifegrad, mit viel Funktionalität, was vielleicht über 15, 20 Jahre entwickelt wurde. Und das möchte ich mit neuen Techniken neu entwickeln. Hier braucht man einfach Zeit und auch den Atem. Das muss einem bewusst sein, wenn man diese Entscheidung trifft. Und man muss auch abwägen, möchte ich hier eine entsprechende Software-Migration auch anbieten. Das heißt, die Daten aus den Altsystemen auch in das neue System hinein migrieren. Auch das zieht entsprechende Entwicklungsaufwände nach sich. Wir haben das Thema Entwicklung eines neuen Produkts für eine ganz andere Zielgruppe. Das kann man dann schön zu einem Bestandsgeschäft tun. Das heißt, ich nutze den Cashflow des Bestandsprodukts und baue in einem anderen Marktsegment, was vielleicht dem meinigen nahe liegt und was ich bisher nicht so gut adressieren konnte, ein völlig neues Cloud-natives Produkt, was ich auch erstmal klein starten kann. Und somit komme ich natürlich nicht in einen unmittelbaren Wettbewerb hinein zu meinem Bestandsprodukt. Ist auch eine Greenfield-Entwicklung, aber natürlich mit mehr Speed. Dann hat man die evolutorische Weiterentwicklung von dem Bestandsprodukt. Das ist natürlich immer mit vielen Kompromissen behaftet, die Geschichte, weil ich technisch natürlich durch die Abhängigkeit zu alten Frameworks, zu alten Entwicklungs- oder Softwarearchitekturen nicht so einfach abdrehen kann oder überwinden kann. Das heißt, ich renoviere praktisch mein Bestandsprodukt Stück für Stück und versuche so eine möglichst gute Cloud-Readiness hinzubekommen. Dann gibt es den hybriden Ansatz, das heißt, ich nutze meine Bestandssoftware und ergänze sie durch Cloud-Only-Services, die ich vielleicht integriere in diese Software hinein oder die miteinander kommunizieren zumindest. Auch das sehen wir öfters, um sozusagen neue Funktionalität mit neuen Techniken in das Bestandsprodukt hineinzubekommen. Und zu guter Letzt keine technologische Weiterentwicklung, auch das kann eine valide Entscheidung sein. Man hat ein Bestandsprodukt am Markt und möchte das einfach nutzen und auch cashmäßig noch weiter ausschlachten, solange es geht und sozusagen hier ein Abschöpfgeschäft fahren. Auch das ist valide und kann durchaus eine Entscheidung sein für kleinere Softwarehäuser, die sagen, ich möchte den Sprung jetzt nicht mehr mitgehen in die neue Welt, in die neue Technologie-Ära, sondern biete einfach mein Bestandsprodukt noch so lange am Markt an und warte dieses, wie es irgendwie geht. Gut. Das wären jetzt mal so wäre ein kleiner Überblick zu möglichen Entwicklungsstrategien, die uns so im Laufe der Zeit begegnet sind. Wir machen sehr viele Solution Assessments mit Softwareherstellern und da konnten wir eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen identifizieren, die wir hier mal zusammengetragen haben. Okay, dann würde ich mal übergeben an den Elias und dann schauen wir uns das mal aus Business-Sicht an, die ganze Geschichte. Okay, Elias, bitte. Dann übernehme ich. Sich scheren. Klappt das? Ja, hat geklappt. Aber nicht die richtige. Ach so. Jetzt, oder? Ja, jetzt sehen wir. Okay, alles klar. Vielen Dank, Markus. 22 Minuten. Ich bin begeistert, dass du deine Zeit angehalten hast. War ich pünktlich? Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Elias Michalarias, mein Name.
Kurz zu mir, weil ich finde es eigentlich interessant, jetzt wie jeder jetzt seine SaaS-Reise hinter sich hat. Wir haben, auch Markus hat das erzählt, 2012 die White Duck gegründet, aber wir hatten auch 2 Jahre davor uns mit dem Thema beschäftigt oder angefangen zu beschäftigen. Damals waren wir jetzt eigentlich auch ISVs oder haben für einen deutschen ISV gearbeitet und 2010 war schon damals Microsoft und Steve Ballmer auf der Bühne und hat die Cloud gepredigt und wir hatten auch eine Legacy-Software oder eine nicht Cloud-taugliche Software in der Hand als Produktmanager und CTO und wir haben uns gefragt, ja, was machen wir, wo geht die Reise hin, was können wir jetzt mit unserer Software machen? Dann haben wir jetzt die White Duck gegründet 2012, haben jetzt etliche Unternehmen beraten können. Wie sieht das aus? Den technischen Teil, das, was Markus in den letzten 20 Minuten erzählt hat, was tatsächlich auch manchmal kompliziert sein kann, insbesondere wenn man eine nicht auf der grünen Wiese anfangen kann. Wir haben auch da Erfahrungen gesammelt und wir haben eigentlich auch parallel auch selber 2016 eine zweite Firma gegründet und auch selber ein SaaS-Produkt gebaut. Klar auf der grünen Wiese, klar könnten wir jetzt alles, was Markus erzählt hat, auf der technischen Seite umsetzen oder nach Lehre umsetzen. Aber natürlich gibt es immer die Geschäftsmodell, die Business-Seite und das muss auch mitspielen. Und genau diese Erfahrung, was wir jetzt gemacht haben, jetzt nicht nur als Berater, sondern auch als SaaS-Unternehmen selbst, versuche ich heute zu vermitteln. Wir werden sowohl B2B als auch B2C-Modelle ansprechen oder angehen, aber wir werden jetzt eher uns auf das Thema B2B konzentrieren, weil wir auch jetzt da viel mehr Erfahrung haben, selber auch jetzt von den Unternehmen, die wir jetzt beraten. Gefühlsmäßig gibt es zum Thema SaaS versus klassisches Geschäftsmodell 100.000 Präsentationen und Folien im Internet. Wenn man googelt, findet man viel. Ich gehe davon aus, dass das Thema oder jetzt auf High-Level-Ebene eher bekannt ist. Also ich werde das nur oberflächlich jetzt auf High-Level-Ebene anschneiden und ich werde jetzt versuchen, erstmal praxisorientiert zu vermitteln, was haben wir gelernt, weil wie war das bei uns, als wir jetzt unser SaaS-Produkt gebaut haben und was mussten wir machen, wie war das am Anfang, da mussten wir das umstellen, das Modell. Wie gesagt, es gibt viel im Internet und es gibt auch von Microsoft, auch weil wir sind jetzt hier im Azure-Kontext unterwegs, auch als White Duck. Es gibt auch die SaaS Academy von Microsoft, man kann es einfach googeln, da gibt es auch viel Material und Videos zum Thema. Also, was heißt es erstmal, ein SaaS-Geschäftsmodell zu entwickeln und umzusetzen? Was heißt es für den ISV? Was heißt es für den Endkunden? Klar, für den ISV, das kennen wir alles, einmal Umsatz versus kehrende Umsätze. Das ist einfach besser und stabiler für einen ISV zu wissen, man hat so viele Umsatz pro Jahr oder pro Monat als der klassische Modell. Ich habe jetzt erstmal einmal verkauft die Software, dann bekomme ich 20% ungefähr Wartung drauf, da bin ich jetzt immer auf dem Trichter, ich muss immer Neukunden, Neukunden, Neukunden immer verkaufen. Man kann auch flexiblere Angebote für unterschiedliche Zielgruppen und sich ändernde Marktanforderungen. Wenn man alles so nach Lehre gemacht hat und auch die Software so modular aufgebaut hat und die ganzen Backoffice-Systeme, kann man flexiblere Angebote schneiden. Heißt es aber auch, egal ob das ein ISV, der viele Jahre auf dem Markt ist oder jetzt ein neuer ISV, mehr bzw. andere Hausaufgaben, da werden wir jetzt eigentlich auch mehr dazu sagen. Es ändert sich eigentlich auch was für den Endkunden, weil wir als ISVs, ja, wir können uns was wünschen, aber wenn der Endkunde nicht mitspielt, ist jetzt alles egal oder irrelevant. CapEx versus OpEx. Die klassische Geschichte, dass statt jetzt eine Software zu kaufen mit einem initialen Invest, dann gibt es erstmal eine Miete. Ich behaupte hier, und das ist eigentlich auch eine sehr wichtige Info, das kann beim großen Unternehmen oder großen Endkunden jetzt nicht das Hauptproblem sein oder Hauptmerkmal. Umso wichtiger ist allerdings für kleinere oder mittelständische Unternehmen, auch jetzt für Startups, die auch jetzt dann anfangen müssen,
ob das jetzt Startups in der Softwarebranche sind oder Startups in einer anderen Branche. Das Thema ist super wichtig. Wir haben jetzt auch gestartet 2012 und dann 2016 mit unserer zweiten Company. Und wir können jetzt eigentlich die ganzen Systeme, ob das jetzt Microsoft 365 oder die Buchhaltungssysteme und der ERP-Systeme, alles erstmal aus der Cloud ohne einen großen Invest bekommen. Und das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Für den Endkunden auch mehr Flexibilität durch nutzungsbasierte Abrechnung. Das versuchen wir als ISVs zu oder dafür zu werben. Ich muss aber auch hier sagen, ja, schön und für viele Szenarien macht es auch viel Sinn für den ISP, sowohl auch, als auch für den Endkunden. Aber das ist nicht unbedingt immer, was aus Kundenseite gewünscht ist. Zumindest jetzt nicht immer in der Granularität, was wir jetzt als ISPs anbieten. Das heißt, manchmal ist auch der Endkunde genervt. Also ich bin auch jetzt genervt, wenn im Azure irgendwelche Dienste mit Nachtstunden oder Transaktionen oder Gigabytes oder was weiß ich, das ist jetzt die Granularität, manchmal diese sehr feine Granularität ist nicht unbedingt, was man da will. Und manchmal möchte man als Endkunde ein einfaches Szenario. Gut für den Endkunden ist, dass die Bestandskunden, das ist auch eine Herausforderung der ISVs, genauso wichtig sind wie Neukunden. Das heißt, früher hat man mit einem klassischen Modell als ISV eher jetzt auf die Neukunden konzentriert, weil man muss jetzt immer neu verkaufen. In einem Subscription-Modell ist ein Bestandskunde genauso wichtig wie ein Neukunde, weil der zahlt normalerweise genauso viel pro Monat wie potenziell ein Neukunden. Deswegen ist das jetzt nicht mehr so, wie man das kennt man es eigentlich auch von der Telekommunikationsbranche oder andere Branchen, wo man jetzt anruft und sagt, okay, sind Sie Neukunde oder sind Sie Bestandskunde? Neukunden haben natürlich immer Vorrang. Das gibt es dann nicht mehr. Ich habe schon angedeutet, wir werden uns jetzt eher auf das Thema B2B und nicht so auf B2C konzentrieren. Ich finde es aber eigentlich hier wichtig, ich habe hier eine Folie aus dem B2B Digital Marketers, was der Unterschied ist zwischen B2B und B2C grundsätzlich, also nicht nur jetzt, was das Geschäftsmodell angeht, sondern wie genau das Thema jetzt das ganze Unternehmen als Produzent beeinflusst. Wichtig ist diese ganze Lehre, alles, was wir jetzt normalerweise lesen über SaaS, das stammt oder kommt eher aus dem B2C-Bereich. Das muss jetzt nicht ein B2C sein, aber zumindest geht man davon aus, es gibt ein hohes Volumen. Also das heißt, ich habe erstmal, ob das B2B ist oder B2C ist, nicht 10 Kunden oder 100 Kunden oder 200 Kunden, sondern ich habe eher Richtung ab 10.000 Kunden. Und das ist bei vielen B2B-Szenarien, die wir jetzt erstmal mit Unternehmen, die wir beraten, nicht unbedingt der Fall. Also das heißt, es ist eher weniger hohe Volumen, kleineren Preis oder niedrigen Preis, sondern weniger Volumen, hohen Preis. Das ist einfach so in B2B-Modellen. Und das hat natürlich Preismodell-Implikationen. Ne? Also ich kann jetzt nicht so einfach sagen, 10 Euro pro Monat oder 30 Euro pro Monat, sondern die Software ist normalerweise teurer, dafür auch komplizierter und eigentlich auch der Pre-Sales-Prozess komplizierter, wenn wir jetzt auch jetzt dazu kommen. Nichtsdestotrotz, hier steht B2B und B2C rücken näher zusammen. Was heißt das? Heißt es, dass auch wenn das jetzt so ist, die Entscheider, die Leute, die B2B-Software kaufen, die sind selber natürlich Konsumenten und als sag mal, Kauferfahrung und wie das Ganze, wie einfach das funktionieren soll. Genau die Erfahrung, die man mit einem B2C-Produkt haben, ob das jetzt Office 365 ist, genau das Gleiche erwarten die, vielleicht nicht zu 100% von einem B2B-Sales-Experience, nenne ich das. Das heißt, das hat auch jetzt Pre-Sales-Implikationen. Also auch das jetzt, wenn das für uns anders ist, muss jetzt eigentlich nicht für den Endkunden oder für den die Entscheidung trifft, auch so sein. Kommen wir jetzt zum Thema Preismodell und Implikation. Ich brauche jetzt hier nicht zu erzählen, jedes Unternehmen muss wissen, was das Businessmodell ist und was man für ein Pricing jetzt anbieten kann. Es geht jetzt hier nicht um die absolute Werte, sondern es geht jetzt hier erstmal ums Prinzip.
und zu zeigen, okay, was gibt es jetzt da für Modelle? Es gibt natürlich auch viel mehr Modelle, aber ich sage mal jetzt die vier Modelle, die jetzt hier haben, das, was man normalerweise findet. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal nur auf eine Metrik. Angenommen, das klassische, die Software kostet so viel Euro pro Benutzer, pro User. Klar kann man jetzt auch natürlich viel mehr Dimensionen, nicht nur User, sondern auch Gigabyte, sondern auch was weiß ich, je nachdem, was die Software anbietet. Aber starten wir jetzt ganz einfach. Wir sagen, okay, es gibt, vielleicht kann ich jetzt hier meinen Pointer verwenden. Es gibt jetzt hier das lineare Modell. Hier in diesem Beispiel kostet die Software 100 Euro pro Monat. Und das ist ein ganz lineares Modell und skaliert natürlich entsprechend. Das kann auch passen, kann aber auch nicht, weil es gibt auch Szenarien, wo man sagt, okay, eigentlich, ich habe jetzt viele Unternehmen, die sind jetzt hier zwischen, buchen immer zwischen 1 und 5 User und dafür ist jetzt der Gesamtpreis für mich als ISV zu niedrig, also passt für mich nicht. Also das heißt, ich muss jetzt immer schauen, dass ich jetzt einen Mindestbetrag erstmal garantiert bekomme, weil mein Pre-Sales-Cycles oder der Pre-Sales-Prozess jetzt so mir so viel Geld kostet, Acquisition-Cost. Deswegen gibt es auch ein anderes Szenario, wo man sagt, okay, die Software kostet 500 Euro plus von mir aus in diesem Beispiel 50% pro User und dann skaliert man natürlich jetzt hier nicht so wie, also ich sag mal, hier in dem blauen linearen Modell, aber dafür habe ich jetzt erstmal einen garantierten Betrag. So kann man jetzt auch gleich argumentieren, natürlich jetzt dann ab 10 Users mache ich jetzt erstmal Verlust. Gut, man muss jetzt aber auch im Kopf haben, man kann eigentlich auch die Modelle vermischen. Das kann man sagen, okay, bis 10 User ist es so und ab 10 User ist es so. Also solche Spiele kann man jetzt natürlich auch machen. Meine Erfahrung ist eigentlich so ein ähnliches oder Modell ist dieses Tiered-Modell, dieses helles Grün hier. Es geht auch in dieser Richtung mit einem garantierten Sockelbetrag, aber auch jetzt auch zu dem Punkt, was ich gesagt habe, dass manchmal ist es nicht so toll, wenn das jetzt super granular ist, die Geschichte. Das heißt, im ersten Monat habe ich jetzt 2 User, zahle ich als Unternehmen so, dann so. Die Unternehmen oder viele Unternehmen, vor allem die Großen, wollen jetzt erstmal ein bisschen Preisstabilität haben, zumindest denken die in Stufen. Also das ist dieses gestuftes Modell, dass man sagt, okay, bis 5 User kostet die Software 500, von 5 bis 10 kostet die 1000 und dann entsprechend mit diesen nach 5 User Pakete. Also das ist eigentlich ein Konzept, wir selber haben auch sehr gute Erfahrung damit gemacht und das ist auch sehr gängig. Kann auch aber passieren, dass man sagt, eigentlich jetzt für meine Software gibt es eigentlich keine Metric, jetzt wäre User noch was anderes und für mich reicht es aus, jetzt erstmal zu sagen, die Software kostet 1500 Euro pro Monat, unabhängig jetzt von den Anzahlen von User. Kann auch sein, also wie gesagt, da muss man jetzt hier aufpassen, auch wie Markus erzählt hat, nicht alles oder was alles jetzt, was in der Lehre ist, passt zu dem jeweiligen Geschäftsmodell. Man muss jetzt erstmal das adaptieren. Hier ein Beispiel, Zendesk, das ist auch so ein Tool, ein Support-Tool und Help-Tool, was wir jetzt verwenden, kommt aus Kalifornien. Unser erstes Beispiel, die ersten Grafiken, die ich gezeigt habe, haben sich jetzt erstmal auf das Thema ich sag mal, Users konzentriert und auch auf das lineare Modell. Hier, klar, dass eine weitere Dimension ist, was natürlich jetzt viele machen, fast alles, was Anbieter machen, darum geht es letztendlich, man hat Editionen. Und dann mit den Editionen, was auch sehr gängig ist, das sind jetzt eigentlich bei vielen, dass man sagt, okay, ich habe eine, wie hier Zendesk, eine Basic Edition, die nennen das erstmal Support Team. Das ist jetzt hier die Orange und kostet 19 Euro pro Monat, skaliert natürlich jetzt hier dementsprechend. Und wenn ich jetzt ein paar anderen Features brauche und ich baue jetzt da die Professional Edition, dann kostet das 49 Euro. Auch natürlich, weil da haben wir jetzt eigentlich auch so Fälle gehabt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt 5 Users, die brauchen eigentlich, würde jetzt die Support-Team-Edition ausreichen und ich habe jetzt noch 10 User, die brauchen jetzt erstmal die Professional-Version. Man kann jetzt natürlich auch entscheiden als ISV, ob man das möchte. Die meisten machen das aber eigentlich nicht.
weil das wird zu kompliziert und klar gibt es jetzt hier mehr Potenzial. Das heißt, auch wenn selbst nur ein Benutzer irgendein Feature von dem Professional Edition braucht, dann müssen jetzt eigentlich alle Benutzer migriert werden und jetzt auf diese Edition gebracht werden. Das heißt, als Unternehmen hat man jetzt nur eine Edition und dann ist man jetzt auf der grauen hier Linie oder beziehungsweise mit der Enterprise jetzt hier auf der gelben. Genau, also das heißt hier mit lineares Modell mit einer Klasse Editionsdimension, also das heißt zwei Editionen User und Edition. Man kann es auch natürlich auch komplizierter machen, auch mit weiteren Dimensionen. Wie gesagt, das muss jetzt nicht sein. Also ich persönlich bin ein Fan davon, das so einfach wie möglich zu halten. Aber gut, nicht so einfach oder zu einfach, dass man jetzt sag mal Business Opportunities verliert. Auch deswegen mit Vorsicht. Nicht jede Software ist verbrauchsbasiert tauglich. Also wir kennen das eigentlich auch von Azure und auch von eher technischen Diensten, wenn man sagt, okay, ich kaufe Storage und da macht es Sinn, das verstehe ich ja als Kunde, dass man sagt, ich zahle nach Gigabyte. Dann kann es eigentlich ein lineares Modell sein, also ein Gigabyte kostet so, oder ein gestuftes Modell sein, wie ja, die ersten 100 Gigabyte kosten so viel, dann von 100 bis 200 so viel. Aber es gibt auch andere Modelle, ich weiß nicht, wie ein ERP-Modell oder ein Buchhaltungssystem. Das macht es eigentlich auch keinen Sinn. Da kann man das jetzt userbasiert machen, ja. Aber es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, okay, ich habe ein Buchhaltungssystem und als Beispiel, ich zahle nach Anzahl von Belegen. Also ich glaube, jetzt keine Kunde würde das jetzt mitmachen. Das heißt, man muss jetzt immer natürlich auch ein Gefühl bekommen, was macht eigentlich nicht technisch Sinn, sondern fachlich Sinn. Warum würde jetzt ein Kunde erstmal dafür mehr Geld zahlen? Und wie gesagt, auch nicht übertreiben mit Flexibilität. Auch mit, man kennt auch diesen Azure Calculator mit 1000 Diensten. Ja, das ist eigentlich schön, aber Unternehmen, vor allem jetzt große Unternehmen, wollen halbwegs planen können und nicht erstmal einen Monat eine Rechnung von 1000 Euro bekommen und nächsten Monat von 8000 Euro bekommen, weil dann ist das eigentlich auch nicht so toll. Deswegen auch immer wieder auch dieses gestuftes Modell, es hat eigentlich schon viele Vorteile. Einfach ist immer besser. Auch jetzt, was man auch überlegen muss, auch bei B2B-Verträgen von allen Preisstabilität, eigentlich die Kunden auch bei B2B-Szenarien, wenn ich jetzt eigentlich fragen, okay, die Software kostet heute so viel, habe ich jetzt eine Preisstabilitätsregelung? Eigentlich auch jetzt mit der momentanen oder derzeitigen Inflation auch ein Riesenthema. Da muss man jetzt eigentlich auch eine klare Regelung haben. Viele machen das so, dass sagen, okay, Preisgarantie oder Stabilität für die ersten 24 36 Monaten, je nachdem. Und dann muss auch klar geregelt sein, was kann man als ISV, darf man jetzt die Preise erhöhen und wie viel? Also auch dieses wie viel eigentlich auch die Kunden wollen auch ein Deckel. Weil einfach zu sagen, ich kann jetzt die Preise nach 36 Monaten erhöhen, ist eigentlich auch gut für den Endkunden. Aber er will wissen, ob ich das dann die Preise zu 100%, 50%, 30% erhöhen darf. Da ist es eigentlich auch nicht schlecht, auch einen Deckel zu haben. Wie gesagt, mit der derzeitigen Inflation ist es natürlich ein Riesenthema und eine Riesenherausforderung. So, jetzt muss ich jetzt aufpassen mit der Zeit. Weil wir wollen auch was live zeigen heute. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf das Thema B2B, SaaS versus Classes. Also auch aus unserer Erfahrung, was ist anders? Pre-Sales ist anders. Und was ist jetzt beim Pre-Sales anders? Klar, bei B2B-Software, wenn jetzt die Software relativ komplex ist, ein riesen Invest oder eine riesen oder wichtige Entscheidung für den Endkunden ist, gibt es immer eine Evaluierung, die länger dauern kann. Das ist unabhängig davon, ob die Software als SaaS, als Subscription angeboten wird oder als klassisches Modell. Nur was das Problem ist oder was eine Herausforderung ist, was anders ist, ist das Thema, okay, man möchte als ISV natürlich so schnell wie möglich closen, den Deal, eine Unterschrift haben, aber dieser Druck ist natürlich bei einem Subscription-Modell ein bisschen größer, weil jeder theoretisch, jeden Monat, der jetzt in der Evaluierung oder Testphase geht, ist ein verlorener Umsatzmonat, nehme ich das so. Wenn ich jetzt mit einem klassischen Modell, wo ich sage, okay, die Software verkaufe ich jetzt für 30.000 Euro und dann habe ich
20% Wartung, ob ich jetzt den Deal im Januar oder Februar oder im März close, das spielt jetzt keine große Rolle. Aber wenn jetzt die Software 5.000 Euro pro Monat kostet, dann jeder verlorene Monat ist eigentlich für den ISV nicht so toll. Und dann, was noch schlimmer wird, ja, viele Kunden sagen, okay, wir haben jetzt hier, wir evaluieren, okay, man kann eigentlich auch die Evaluierungsphase immer deckeln, dass man sagt, okay, das ist jetzt 3 Monate. Dann kaufen wir die Software, alles okay, wir unterschreiben, aber wir wollen eigentlich zahlen, sobald wir produktiv gehen. Das nenne ich jetzt hier die Produktionsfalle und das sollte man als ISV auf jeden Fall vermeiden. Erstens, weil man weiß ja nie, wann der Kunde richtig produktiv geht, also nicht mal, dass man jetzt der Kunde einfach lügt oder jetzt eigentlich versucht jetzt was zu vermeiden, nur man hat jetzt keine Einblicke. Deswegen eigentlich, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, dass man sagt, okay, lieber Kunde, du hast jetzt gekauft oder unterschrieben und wir verstehen, dass es gibt erstmal eine Dev-Zeit, also um jetzt erstmal das Ding jetzt richtig in die Produktion zu bringen. Deswegen die ersten 2 oder 3 oder 4 Monate vom Vertrag sind kostenlos. Und ab dann ist eine normale Abrechnung. Wenn du in diesen ersten 4 Monaten deine Hausaufgaben machst, dann gehst du in die Produktion. Und wenn nicht, dann Pech, dann ist das dein Problem. Ja, also damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Auch ein Thema, ein Punkt zum Thema Mindestlaufzeit. Ja, also das hatten wir jetzt auch am Anfang. Das ist eigentlich auch schön zu sagen, jederzeit kundbar oder erstmal einen Monat buchen. Und das bei vielen Produkten passt das eher auch B2C. Aber für komplexere B2B-Produkte, ne, im Prinzip ist das in der Praxis nicht wirklich anwendbar beziehungsweise seriös. Jetzt wenn, als Beispiel, wenn ich jetzt ein ERP-System verkaufe, also jetzt habe ich einen Kunden überlegt, jetzt erstmal ein ERP-System von mir zu kaufen, das ist eine wichtige Entscheidung. Und man hat jetzt immer einen Horizont von mehreren Jahren, deswegen jetzt hier zu sagen, okay, du kannst nach 3 Monaten kündigen, das bringt eigentlich nichts. Deswegen und eigentlich auch als ISV, unser Tipp ist erstmal mindestens 12 Monate Mindestlaufzeit und dann kann man eigentlich auch mit über längere Mindestlaufzeiten auch entsprechend Rabatte anbieten. Man sagt, okay, Kunde, lieber Kunde, die Software kostet so, wenn du 12 Monate buchst und wenn du auf 36 Monate gehst, dann gibt es auch einen Rabatt. Das ist eigentlich für beide Seiten gut. Ja, auch ein letzter Punkt hier, Post-Sales ist anders. Customer Retention ist wichtig. Ich habe schon angedeutet, Bestandskunden sind genauso wichtig wie die Neukunden. Und das Thema Analytics ist auch wichtig, um zu verstehen, was machen auch die Kunden. Wie verwende ich jetzt meine Software? Das ist auch wichtig, nicht nur um die zu behalten, sondern auch um eventuell Insights zu bekommen, okay, wie konnte ich jetzt eigentlich meine Software schneiden? Also die klicken da und da auf Feature A und Feature B und so oft vielleicht wird das jetzt irgendwas, was ich Richtung verbrauchsbasiert gehen kann. Okay, viele Fragen eigentlich auch jetzt ISVs, die, sag mal, ein klassisches Modell haben, okay, muss ich jetzt meine Software anfassen, muss ich jetzt alles, was Markus uns heute erzählt hat mit Cloud Native, mit automatisierten Pipelines, mit was weiß ich jetzt alles in der Cloud machen, um eine Subscription anbieten zu können. Und ganz klar ist die Antwort nein, wenn man sagt, okay, das Einzige, was ich jetzt vorhabe, jetzt erstmal von meiner Software als Beispiel kostet 10.000 Euro und dann mit einmal Kauf, mit jährlichen Wartung. Stattdessen kostet sie von mir aus 4.000 Euro pro Jahr. Kann man eigentlich machen. Spiele ich jetzt nichts dagegen, weil ob ich jetzt erstmal eine jährliche Rechnung an den Kunden schicke, mit der Wartung oder mit der Miete für das Jahr, geht das. Ja. Aber man muss jetzt erstmal klar sein, viel mehr kann man nicht. Ja. Also jetzt das Thema verbrauchsbasiert, das Thema Flexibilität, das Thema Editionen und alles, das kann man jetzt nicht so einfach machen. Und eigentlich das Hauptproblem ist jetzt nicht nur auch die Software, und das so komme ich jetzt zum, ich sag mal, letzten Teil von meinem Talk, das ist jetzt nicht immer die Software an sich, sondern auch die Systeme, die das ganze Thema unterstützen müssen. Das heißt, das Thema
Lizenzierung. Okay, ich habe jetzt hier die Software, ich will jetzt Edition anbieten. Ja, wie mache ich das? Ist das jetzt hier oder habe ich jetzt ein System, was das macht? Und auch das Thema Abrechnung. Und das ist grundsätzlich fatal, hier die zwei Themen hier in meine Software reinzupflanzen, weil dann wird es echt kompliziert. Ich lasse jetzt hier erstmal diese Folie, so viel Zeit haben wir jetzt hier leider nicht. Wie gesagt, letztendlich, und das ist jetzt eigentlich mein Hauptmessage für heute, um jetzt richtig ein SaaS-Anbieter zu werden, reicht es nicht, jetzt meine Software anzupassen, sondern das muss eigentlich auch mein Backend, also meine Backend-Systeme auch mitspielen. Und glücklicherweise gibt es auch heutzutage eigentlich Tools, die das jetzt diesen Prozess unterstützen kann. Also das heißt letztendlich, das Ziel sollte sein, dass man sagt, okay, der CEO, das Produktmanagement definiert irgendein Modell. Also das, was wir jetzt erstmal heute gesehen haben, ob das jetzt ein lineares Modell ist, ein gestuftes Modell ist. Und dann muss das einfach gehen, also jetzt die Umstellung zu Flexibilität. Und ich kann nur flexibel sein, wenn jetzt mein Prozess automatisiert ist. Und das geht nur, wenn ich jetzt das Thema meine Software an sich, also meinen Kern entkopple von dem Thema Lizenzierung und Analytics. Zum Thema Analytics werde ich auch dazu kommen. Und auch Abrechnung. Also das heißt, ich die Abrechnungsfunktionalität oder Lizenzierungsfunktionalität sollte idealerweise jetzt hier nicht Teil meines Codes sein als ISV, sondern es gibt dafür Systeme heutzutage, die das Ganze viel einfacher machen und dann kommunizieren die jetzt einfacher über APIs. Das ist schon wichtig, wenn ich ein Produkt als ISV habe. Wenn ich jetzt mehrere Produkte habe, dann ist das umso wichtiger, weil klar, dann gibt es eine Transformation für jedes Produkt. Und ich möchte jetzt hier diese Abrechnungs- und Lizenzierungsfunktionalität nicht für jedes Produkt bauen können. Ja. Deswegen Anforderung jetzt an Abrechnung. Also ich muss jetzt hier sagen, Abrechnung heißt es nicht, dass ich unbedingt jetzt ein neues System brauche. Die meisten Unternehmen haben schon ein ERP-System, schicken jetzt irgendwie Invoices. Wichtig ist, dass dieses System, was auch immer das ist, ein paar Sachen kann. Also das heißt erstmal ein Subscription Management. Also ich muss jetzt hier sagen, auch ich bin jetzt nicht der Abrechnungsexperte. Es gibt auch einen breiten Markt, gibt es jetzt auch viele Tools auf dem Markt, ich will jetzt hier keine Werbung machen. Wichtig ist, dass das Thema Subscription Management, dass das Tool das kann, mit Preismodellen, mit eventuell Bundles, mit individuellen Preisregeln. Wichtig ist, ich glaube, wie in jedem System heutzutage, dass jetzt offen ist, dass ich jetzt mit anderen Tools kommunizieren kann, mit der Software an sich, eigentlich auch mit den Lizenzierungstools und auch, dass die Abrechnung automatisiert ist, auch jetzt mit Umsatzsteuer, Steuerregeln, insbesondere wenn ich jetzt nicht nur in Deutschland verkaufe, sondern auch international, nicht nur EU. EU ist auch jetzt relativ einfach, aber außerhalb von EU wird es komplizierter. Und auch das Thema Zahlungsmanagement. Wie gesagt, so tief will ich jetzt hier nicht eingehen. Unser Thema ist eigentlich auch jetzt mit der White Hat, unser zweiter Company, erstmal das Thema Lizenzierung und Analytics. Und da ist es auch wichtig, erstmal das nicht selber zu machen, weil das jetzt auch relativ kompliziert ist, sondern erstmal ein von den Tools zu nehmen, um erstmal mehrere Produkte anlegen zu können, mehrere Editionen anlegen zu können, dass ich jetzt eigentlich auch automatisierte Alerts habe, auch ein Workflow, was passiert, wenn eine, ich sag mal, Lizenz abläuft, wer kriegt eine E-Mail, gibt es erstmal ein Kundenportal, ein Self-Service-Kundenportal. Auch jetzt diesen Sachen, ich sag mal, die man erstmal überlegt, okay, ich muss jetzt Richtung SaaS gehen, das muss ich jetzt alles bauen, muss ich jetzt nicht als ISV selber bauen, sondern es gibt eigentlich auch Tools dafür. Und ich komme jetzt hier zum dem Live-Teil. Wir haben natürlich jetzt nicht so viel Zeit, also wir haben ein Tool entwickelt, nennt sich jetzt LASCO, Licensing und Analytics as a Service, um genau jetzt erstmal ISVs bei diesen Transformationen zu helfen. Und ich werde jetzt hier die letzten 5 Minuten nehmen, jetzt um erstmal hier was zu zeigen. Ach Markus, du hast deine Hausaufgaben gemacht, warst du jetzt in der Zeit? Ich natürlich nicht, aber okay, normalerweise ist das andersrum. Also nur um jetzt eine Idee zu vermitteln, wie das jetzt erstmal gehen konnte, wie jetzt so eine moderne Lizenzierungslösung wie als ISV helfen kann. Das ist jetzt hier Slashcon, eine Azure-basierte Lösung.
wo ich jetzt erstmal als ISP, unabhängig jetzt von meinem Kern, das ist wie gesagt wichtige Aussage, entkoppeln der Software von meiner Lizenzierung, wo ich sage, okay, ich habe momentan ein Produkt oder zwei Produkte. In diesem Beispiel haben wir jetzt hier zwei Produkte, ein webbasiertes Produkt, was jetzt hier on-premise betrieben wurde. Hier, man sieht, man hat jetzt hier die Editionen. Aber ich habe jetzt eigentlich auch parallel, es gibt jetzt diese Maturity gerade erstmal auch für einen neuen Preissegment oder für einen neuen Marktsegment erstmal auch parallel eine SaaS Edition gebaut, und ich kann jetzt erstmal sagen, okay, das wird jetzt so als so Bestandskunden und so als Neukunden betrieben. Ich gehe jetzt hier rein, um eine Idee zu bekommen, und ich definiere jetzt hier in meinem Produkt, unabhängig jetzt, ob das jetzt on-premise betrieben wird, also klassisch oder SaaS, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Features, ja, das sind jetzt die Sachen, die ich jetzt erstmal freischalten möchte, je nach Edition. Also das heißt, in der einen Edition sind jetzt die Features, in der anderen Edition andere Features freigeschaltet. Und ich definiere jetzt eigentlich auch Limitierungen oder Metriken, die zum Beispiel, ich komme jetzt hier auf dem Beispiel Export-Jobs, was jetzt hier als verbrauchsbasiert, als Kandidat haben könnte. Das kann ich jetzt hier alles machen. Ich kann jetzt ganz einfach Editionen schneiden, wo ich sage, okay, jetzt hier in der Basic Edition sind jetzt hier diese Features freigeschaltet, ja. Und es gibt jetzt hier diese Limitierungen, und als Beispiel hier auch in eine monatliche Abrechnung das Thema Export-Jobs. Ich habe jetzt nur 15 pro Monat und mehr geht es nicht, oder dann muss für mehr muss ich jetzt kaufen. Und in der Silver Edition, da sind jetzt hier andere Tools oder andere Features freigeschaltet, und dann gibt es jetzt hier viel mehr Export-Jobs. Und das alles kann ich jetzt erstmal, wie gesagt, auch für den, ich sag mal, älteren ISVs, es wird jetzt immer eine Übergangsphase, wo man sagt, okay, man wird jetzt eigentlich auch noch On-Premise-Installation haben, nicht alle Bestandskunden werden jetzt gleich migrieren wollen oder können. Es gibt jetzt eine SaaS-Edition, in dieser SaaS-Edition muss jetzt eigentlich auch nicht 1:1 sein, das heißt, in der SaaS-Edition kann ich sagen, okay, die Basic Edition hat eigentlich nicht 1:1, was die Basic Edition von On-Premise hat. Man muss jetzt eigentlich auch die Kunden dazu bringen, eventuell das zu verlocken, dass die SaaS-Edition besser ist, auch jetzt von den Kosten und von den Features. Und dann, was man machen kann, ich zeige jetzt hier auch ein Beispiel, auch jetzt zum Thema Analytics oder zum verbrauchsbasiert. Also Slashcon ist natürlich ein relativ reifes Produkt. Wir bräuchten jetzt da eine Stunde, um jetzt hier alles zu zeigen. Ich wollte jetzt nur auf das Thema verbrauchsbasiert ein bisschen konzentrieren, weil wir das auch, ich schaue mir jetzt hier meine Lizenzen zum Beispiel. Das gibt jetzt hier einen Kunde, der Kunde Argus hat jetzt hier dieses On-Premise, auch so für On-Premise-Produkte kann ich jetzt auch verbrauchsbasiert. Und es gibt dieses Thema Consumption, auch zum Thema Export-Jobs. Und ich kann zum Beispiel jetzt hier sehen, okay, das macht jetzt alles. Die Software an sich schickt jetzt nur ein Event an Slashcon. Also das heißt, ein Export-Job wurde ausgeführt, mehr ist es nicht. Und dann, ja, sieht man jetzt hier, was passiert. Und ich kann jetzt hier sehen erstmal, okay, so viel remaining. Und das kann jetzt wiederum jetzt zu einem Abrechnungssystem sein. Ja, also ganz, ganz einfach. Aber jetzt diese Funktionalität nimmt jetzt erstmal Slashcon ab, muss ich nicht selber als Kunde. Und das Letzte, ich weiß, wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Oder ich komme jetzt gleich zu dir, Markus. Viel besser ist auch jetzt zum Thema Analytics, ist jetzt, ja, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein verbrauchbasiertes Merkmal, das sind jetzt die Export-Jobs. Aber viel besser ist jetzt, bevor ich jetzt hier sowas einführe, jetzt erstmal Analytics zu haben, um zu schauen, okay, ich habe jetzt hier irgendwelche Features, die vielleicht für eine verbrauchsbasierte Abrechnung Kandidaten wären. Und bevor ich das einführe, kann ich jetzt erstmal über die Analytics, die erstmal Slashcon sammelt, sehen, ah, okay, Export-Job, was ist passiert in der letzten Woche? Oder vielleicht nehmen wir jetzt hier die letzten 30 Tage, so viel oder so oft wurde es jetzt verwendet von so vielen Kunden, und somit kann ich jetzt über die integrierte Analytics, also auch für Pre-Sales und eigentlich auch für Post-Sales, aber bevor ich jetzt irgendwas mache, erstmal verproben,
oder erstmal unabhängig von dem Monetarisierungsaspekt erstmal Daten sammeln, um erstmal bessere Entscheidungen jetzt hier zu treffen. Wie gesagt, jetzt ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich gehe jetzt wieder zurück zu unseren Slides. Kleinen Moment. Nochmal hier die wichtigste Aussage. Ich muss jetzt hier nicht und sollte alles nicht in meine Software bauen, sondern es gibt Tools, die jetzt mich unterstützen können. Also wichtig, dass diese Tools alle API-basiert, modern sind, dass die jetzt miteinander kommunizieren können. Und dann ist natürlich diese Hürde viel einfacher und ich kann eigentlich hier auch anfangen, SaaS-Modelle anzubieten, bevor ich jetzt hier die ganzen technischen Hausaufgaben gemacht habe, also jetzt diese Maturity-Grad, was uns Markus heute erzählt hat. Und somit bin ich jetzt erstmal durch, ein bisschen mehr Zeit. Markus, magst du übernehmen? Ich übernehme gerne nochmal. Elias, ja, klick ja. noch einen Schritt weiter. Also vielen Dank erstmal für die spannenden Insights. Mir bleibt es bloß noch zu erwähnen, wir haben in dem Bereich der Transformation von ISVs oder auch von Unternehmen mit eigener Softwareentwicklung einige Angebote. Also gerne mal auf unserer Website schnuppern. Ansonsten würde ich das Azure Solution Assessment mal hervorheben, wo unsere Cloud Solution Architekten mal schauen, ja, wo stehen denn die Software rein architekturmäßig, rein von der Infrastruktur her, rein vom Entwicklungsprozess. Dann bieten wir eine Cloud Native Journey an, die auf der technischen Seite diesen ganzen Transformationsprozess begleitet. Wir stellen auch als Cloud Solution Provider Azure zur Verfügung in Zusammenarbeit mit der Telekom. Also wer hier Azure Abonnements benötigt, die dann auch von jemandem, der weiß, wie man cloud-native Anwendungen baut, mit supported werden, ist das auch ein ganz nettes Angebot. Und zu guter Letzt auch gerne mal bei Slash Cone reinschnuppern. Hier gibt es auch ein Licensing Assessment, um einfach mal in die Tiefe reinzugehen. Wie sieht denn der aktuelle Prozess aus, wo will man sich vielleicht hinbewegen und wie kann man eine Transformation durchführen? Es gibt Trial-Versionen, es gibt Proof of Concepts, also da sind wir sehr, sehr offen, also sehr, sehr nah und zum Anfassen. Elias, ein weiterer Klick bitte. Ja. Ansonsten haben wir noch mal ein paar Links zusammengesammelt. Wir haben auch mit der Telekom zusammen ein White Paper gemacht, cloud-native Entwicklung für Softwarehersteller. Das ist jetzt ein bisschen technischer, aber auch für Interessenten da gerne mal reinschauen. Und ansonsten bleibt es mir nur noch Danke zu sagen für die Aufmerksamkeit. Wir haben 2 Minuten überzogen. Es gibt viel, viel Content. Also wer Interesse im Nachgang hat, einfach melden. Hier sind nochmal unsere Kontaktdaten. Wir stehen jederzeit für Antworten und für Fragen natürlich zur Verfügung. Okay. Vielen Dank in die Runde und back to Dirk. Ja, vielen Dank an euch. Also ich erkläre dieses Webinar jetzt zum Standardwerk für neue SaaS-Anbieter. Ja, das muss ich eigentlich wieder anschauen. Genau, anschauen, richtiges Stichwort. Für Fragen hat es keine Zeit mehr, aber es kann ja jeder über wiederholtes Klicken auf den Teilnehmer-Link sich das nochmal anschauen. Das würde ich auch wärmstens empfehlen. Und genau, aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank an euch. Vielen Dank an alle Teilnehmer und einen schönen Tag, bis bald. Macht's gut, ciao. Danke, Dirk. Ciao.